So Leute, herzlich willkommen hier bei Vegasis mit Fire Emblem Path of Radiance. Mit mir, Sefi und Jutes stürzen wir uns gleich wieder ins Geschehen. Mittlerweile bei Kapitel 7. Ich finde es echt erstaunlich, wie schnell wir vorwärts kommen. Ja. Kapitel 7, Hauch des Bösen. So. Hier sind sie auch nicht. Ike, wenn wir sie weiterverfolgen, bringen wir uns in Gefahr. Ich denke, es ist das Beste, wenn wir nach Gaia zurückkehren. Es ist durchaus möglich, dass der Kommando auf einen anderen Weg nach Gaia gekommen ist. Diese Möglichkeit dürfen wir nicht außer Acht lassen. Du hast recht. Getötet zu werden, während wir nach ihnen suchen, würde das sinnlos machen, was sie erreicht haben. Im Moment können wir nur darauf vertrauen, dass es ihnen gut geht und sie sich zurückgezogen haben. Ike, da ist eine Festung. Für eine Sekunde glaubte ich, jemanden gesehen zu haben. Sollen wir nachsehen? Was? Wirklich? Ja, wir sehen uns das mal an. Hätte überhaupt keine Falle sein. Hallo! Klopf, klopf. Dieser Ort sieht aus, als sei er schon vor langer Zeit verlassen worden. Hier ist niemand. Ich könnte schwören, eine Silhouette gesehen zu haben. Aber wahrscheinlich war das nur das Licht, das mir einen Streich gespielt hat. Wir sollten uns trotzdem kurz umschauen. Finden wir nichts, kehren wir zurück nach Gaia. Wenn du meinst. Hier sind sie! Ich habe die Soldaten aus Crimea gefunden, obwohl ich nichts sehen kann. Kesselt sie ein! Ich habe noch einen Kessel, hast du einen Kessel? Verflucht! Da eins Truppen! Scheiße, wir kommen weiter. Oscar reitet, um den Tag zu retten. Und den Gegner zu töten. Oscar, the hero of the day! Ja. Oscar Mann, der größte Held in deiner Welt! Dann ist deine Welt auch ziemlich arm. Ja. In meiner Welt ist Zia ein großer Held. Ja, das passt irgendwie zu ihm. Und natürlich Coach Bear Oscar. Hua! In your face! Oh ja. Through your face! Ich hatte es auch schon mal, dass Oscar hier in dem Kapitel aufgestiegen ist. Wow. Normalerweise habe ich den immer gewollt, dass er spätestens nach der Basis aufgestiegen ist. Oha. Ja. Ich bin ja auch doof. Ich bin doof. Oh, deine Soldaten sind auch hier. Nun, wo ist der Ausgang? Was ist das? Klingt nach einem Gefecht. Mensch, bald doch wieder schon gut. Oh, wenn er trifft und zuhaut, dann wächst auch kein Gras mehr. Oh ja. Hat sich ganz schön gemausert. Dafür, dass er vor ein paar Kapiteln noch auf Level 2 war. Aber er kann jetzt natürlich nicht mit seinem Bruder aufnehmen. Nein. Der auch doppelt. Ja. Mit einem Kultspeer. Ich habe einen Kultspeer verstanden. Das ist der okkulte Speer des Kults. Oh, wie viel? Achso, nee, weg. Ich mach mal das weg. Boy? Ach ja, unsere freundliche Mia hier hat die Fähigkeit Vorteil. Das bedeutet, dass sie immer als erstes angreift. Ja, das ist wirklich häufig ein Vorteil. Hua! Schon müsste allen theoretisch ein Kopf kürzer. Er ist zurückgegangen und hat das Schwert davor gehalten. Oh, sprich zum Schwert! Der macht das so um das Schwert zum Boden. Ja. Oder fliegt durch das Schwert durch. Ich meine, ja. Ich verstehe schon. So. Mann, er weicht aus. Talk to me. Bist du nicht zufällig Ike? Das bin ich, aber wer bist du? Ich bin Mia, eine reisende Söldnerin, wurde aber von Crimeas Heer angeheuert. Eine Heeressöldnerin, wie? Also, was machst du hier? Ich war unvorsichtig und wurde gefangen genommen.
Sie wollten mich ins Gefangenenlager schicken, als Grail mich gerettet hat. Du hast meinen Vater gesehen? Wo? Es muss nördlich von hier gewesen sein. Ganz in der Nähe. Wirklich? Ist ja also in Sicherheit. Sagt mal, wer genau seid ihr eigentlich? Wir sind Grails Söldner. Wie du sehen kannst, kämpfen wir gegen Dahlen. Ihr nehmt es mit einem ganzen Bataillon von Dahlen auf. Dieser geringen Zahl? Fein, dann ist es abgemacht. Was ist abgemacht? Dieser Kampf, ich schieße mich euch an. Du hast doch nichts dagegen. Ich habe nichts dagegen, aber ich weiß nicht, ob wir dich bezahlen können, nur weil ich dich kämpfen lasse. Ach, um die Details kümmern wir uns später. Großartig, danke. Alles besprochen. Was soll ich tun, Chef? Gehen da oben kaputt. Auch damit haben wir eine neue Mitstreiterin. So schnell kann's gehen. Dass man alles mit ein bisschen Gesprächen erreichen kann. Ja. Und sie ist auch eine Schwertkämpferin, genau wie Ike, aber hat andere Schwerpunkte. Ja, vor allen Dingen, weil Ike der einzige Waldläufer ist. Ja. Das stimmt, das hatte ich nicht erwähnt. Und Ike mausert sich ja auch langsam. Das heißt langsam. Richtig! Wenn schon, dann richtig. Juhu. Also ein Sprung von 0 auf 300. Ich frage mich gerade, wie ich auf 300 komme, aber das sei in den Raum gestellt. Fliegwind! Aktiviere! Adept! Ich bitte drum! Loren? Ich wollte gerade sagen, lass dich wenigstens nicht treffen. Ja, das wäre zumindest auch freundlich. Töte ihn mit Reis. Pff, soll ich machen? Ich würde ihr gerne den Stab ins Gesicht hauen, das geht hier nicht. Nein. Big! So, dann kann ich die Teile wenigstens als Truhenöffner missbrauchen. Jetzt müssen wir uns Dosen öffnen. Alter, hat Oskar schon viel KP. Oh ja. Er sieht immer noch aus, als würde er keine Hose haben. Gut, das einander. Ja, ich auch. Hast du nicht einen Hammer? Den hat Volt. Dann hast du auch, ist nicht Hammer stark gegen Witter? Ja, aber ich kann ihn da nicht so reinrennen lassen. Ja, ja, ich dachte, du wolltest ihn mal da nach oben hinpflanzen. Nee, ich wollte die mit Oskar anlocken, weil hier auch noch welche sind. Weißt du, ich habe die Hoffnung, dass Oskar die hier platt macht und dass die dann hier einzeln werden und idealerweise schon geschwächt sind, weil ich jetzt nicht gerade aus dem FF weiß, ob Volt die doppeln würde. Achso. Oder sie mit einem Schlag platt machen könnte. Ich verstehe. Nee, ich dachte, es wollte das Beut da hinten absetzen. Na. Da oben sind auch noch welche, ne? Ja, aber nicht so viel, ich schätze mal, die gehen noch, wenn die eher zu alt kriegen. Ja. So, die hat Oskar ein Level ab. Das ist noch Level 10. Mhm. Und er ist glücklicher denn je. Ich bin auch glücklich, wenn ich Level 10 wäre. Mhm. Schon 10 Level alt. Mhm. Bald steigt auf mit 10 Leveln. Also bald. Ja. Wie lange kann es ja nicht mehr dauern? Nein. Da fällt mir ein, dass Soren immer noch die Langspeer hat. Und auch Oskar, zeig dir mal, wie man einen Speer wirft. Titania hat immer noch Ascheras. Mhm. Ja, stimmt. Oh. Zu guter Letzt treffen wir doch noch aufeinander. Ihr habt für mehr Unterhaltung gesorgt, als ich euch zugetraut hätte. Bist du? Ich? Ich bin General Petrine. Meine Einkunft ist euer Niedergang. Beklagt euer Schicksal, meine Kleinen. Denn alle Hoffnung ist geschwunden. Ihr werdet diesen Ort nicht lebend verlassen. Petrine? Von den vier Reitern? Du kennst die Soren? Sie könnte einer der vier Generäle sein, denen das ganze Vertrauen König Dahlens gehört. Man sagt, sie führt eine Feuerlanze von fürchterlicher arkaner Macht. Du hast also schon von mir gehört. Nun, ich fühle mich geschmeichelt. Ich werde es euch einfach machen. Gebt mir die Prinzessin, und zwar sofort. Wenn ich
Oder wenn ich das Mädchen zusammen mit euch dem Feuer opfere, kann ich seiner Majestät nicht mehr ihren Kopf präsentieren. Tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen, aber die Prinzessin ist nicht hier. Sie befindet sich schon seit geraumer Zeit in Gallia. Was? Was ist das für ein Schwachsinn? Und das soll ich euch wohl glauben? Keiner von euch Abschaum hätte es geschafft, unbemerkt an meinen Truppen vorbeizukommen. Sagt man nicht, Hochmut kommt vor dem Fall. Dann bin ich unauffällig. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass man dich damit gemeint hat. Wie? Alter, du, weg da! Verfallen Sie aus meinem Weg! Echt? Der Ritter, hey, du kommst hier nicht rein. Vater! Was tust du denn hier, du dummes Kind? Wir haben die Prinzessin sicher nach Gaia gebracht. Als wir kein Lebenszeichen von dir erhalten haben, haben wir beschlossen, dich zu suchen. Die Mission wäre nicht abgeschlossen, wenn du nicht zu uns zurückgekehrt wärst. Was soll ich nur mit dir machen? Trotzdem hast du gute Arbeit geleistet. Sehr gut, Ike. Ha! Mich zu ignorieren zeigt mir, dass ihr ein dickes Fell und wenig Verstand besitzt. Ihr seid also der Commander, wie? Und ich habe einen großen Helden erbaut. Dabei seid ihr doch nun auch nur ein käufliches Schwert. So, bin ich das. Wisst ihr, was ich denke? Ich werde euch hier behalten, seine Majestät. Nun, sagen wir einfach, er hat seine Freude an starken Männern. Ja, ich denke wirklich, ihr seid ein nettes Andenken. Ich glaube schon. Ihr braucht nicht stillschweigend mit mir zu kommen. Ihr müsst nur am Leben bleiben. Tot werdet ihr wertlos. Die Gerüchte über die Es ist wirklich zweideutig. Die perversen Spiele des verrückten Königs Aschnatz sind also wahr. Shinon, von welchen perversen Spielchen redet der Chef? Oh, muss ich dir das mit den Bienchen und Blümchen nochmal erklären? Ich bitte darum. Es geht das Gerücht, dass König Dain starke Männer aus allen Gegenden des Kontinents sammelt und diese gegeneinander kämpfen lässt. Denke, diejenigen, die den Kampf überleben, werden in einflussreichen Positionen gesetzt. Egal, von welcher Herkunft sie sind. Ich weiß eigentlich nicht, ob die Gerüchte stimmen. Oh, und daher hat diese verrückte Dame nun ein Auge auf den Chef geworfen? Shinon, Gatri, ich werde die Frau ablenken. Ihr beide kümmert euch um Ike und die anderen und verschwindet sofort von hier. Verstanden. Aber Commander, wir können euch nicht einfach allein ohne Rückendeckung zurücklassen. Idiot, diese Frau stellt für den Commander keine Bedrohung dar. Klar? Komm jetzt, wir gehen. Bewegt euch, wir treffen uns in Gallia. Ihr entkommt mir nicht. Ihr nicht und eure kleinen Freunde auch nicht. Ihr seid eine Köstlichkeit, die ich meiner Lanze nicht vorenthalten will. Ihr sagt, euer Name sei Petrine. Hört gut zu, dieser Ort ist nicht groß genug. Es gibt nicht genügend Platz für einen echten Wettkampf zwischen uns beiden. Ich suche uns einen anderen Ort. Kommt ihr? Glaubt ihr wirklich, ich würde auf so einen simplen Trick hereinfallen? Ihr und ich sind stärker als der Durchschnitt. So eine Chance wird sich nicht aufbieten. Ich möchte meine Muskeln spielen lassen, ohne von Hindernissen gestört zu sein. Und ihr? Haha, ihr müsst wirklich mit einer Frau umzugehen, nicht wahr? Also gut, ich komme mit. Hier drüben. Männer, ich überlasse es euch. Lasst niemanden von diesem Söldnergewürm entkommen. Habt ihr verstanden? Wenn ich zurückkomme, habt ihr sie erledigt. Ich gehe mal wieder zurück. Also. Wir werden uns Shinon anschließen und dann werden wir von hier verschwinden. Los jetzt, halt nicht zurück! Dieb gesichtet. Nee, Dieb angepeilt. Oh oh. Das ist mir ein bisschen zu tricky. Ja, rette dich, wer kann? Geh doch zu Oscar rüber, da ist noch Platz. Aber jede Menge Gegner. Ja, der da oben. Wo? Oder? Der ein. Ja. Wo? Hast du den Oscar, der ihm genau gegenüber steht, so rechts daneben steht? Ich glaub nicht, dass. Nicht den da! Ja? Nein, noch einen höher. Da kannst du doch angreifen. Aber da kommt der hin, da kommt der hin. Ja, Oscar kann ja vielleicht noch den anderen kaputt machen, wenn du mit dem Hammer kommst. Mhm. Da ist er wenigstens kommt. Der, kommt da auch hin. Aber der Magier zum Beispiel nicht. Ja, viel Möglichkeiten hast du ja nicht. Doch, wenn du den da oben hinstellst, sind oben zwei Ritter und der Lanzentyp runter. Außer den Hammer? Ach
Treffen oder nicht treffen? Das ist hier die Frage. Getroffen. Okay, er kann eventuell am Leben bleiben. Na, vielleicht kann... Wo ist denn Oster? Was will ich denn nehmen? Gott, den kann er jetzt auch noch. Also ist jetzt nur noch der eine Speerputze und der obere Speerputze. Ich glaube Stahlwanzen. Ich weiß nicht, wie schwer ist. Hammer oder Stahl? Stahlwanzen sind leichter. Hammer ist ziemlich schwer. Und stellt so genau kackfrech davor. Vor den Typen da oben, dass er nicht so beugt kann. Und du stellst ihm den Oscar da unten im Weg. Und du kannst den liebsten Platt noch mit vor der anderen stehen lassen. Bevor ich mich in die falschen stelle. Muss mir mal wieder aufschließen lassen. Panzerbrecher. Ich finde das hier richtig dämlich. Das stimmt. Ich stehe hier so blöde. Ich bin ja auch dämlich. Ich bin dämlich. Weil das sie ihm vorschwellen können. Ich hätte ihn einfach kackenkreister vorstellen müssen. Na, da wäre er einen Schritt zurückgegangen. Müsste ich dann, ich hätte mich einfach hier hinstellen sollen. Oder ich hätte hier einfach hinstellen sollen und Gatri davor. Dann hätte der weiter Gatri angegriffen und ich hätte den von hier mit Oscar platt machen können. Und Shinon wäre in Sicherheit gewesen. Na, er schien halt aber auch reizen. Er hätte ihn wahrscheinlich so angegriffen. Alle greifen so Oscar an. Nein, nur alle. Aber alle wollen ihn angreifen. Ah, dafür bleibt Bald an mir. Super, was bringt es mir das, wenn das Bald am Leben bleibt, wenn Oscar stirbt? Ich schätze mal, dass Oscar eine höhere Ausweichquote als Bald besitzt. Das hoffe ich zumindest. Und hat vielleicht mehr Verteidigung? Das auf jeden Fall. Und wir sollten wesentlich mehr KP haben. Siehst du. Da bin ich mir aber jetzt gar nicht mehr so sicher. Das unterschreibe ich nicht mit Blut. Sollst du ja auch nicht. Das wäre ja eklig. Weil müsste ich wahrscheinlich Schwellerei mitmachen. Vermutlich, weil ich dann verblutet bin, so lange wie der Satz ist. Bang. Nur so, darf ich mich bewegen? Ja, du darfst bewegen. Okay. Ich stehe immer so unbeweglich. Ja. Naja, ich glaube, mit so einer Ritterrüstung kannst du dich auch nicht großartig bewegen. Nein, so viele Möglichkeiten hast du da nicht. Tanzen und Soldaten haben wir auch gesehen. Lalalala. Außer Stefan, der tanzt mit seiner Klinge. Siehst du, jetzt hat er noch mehr Verteidigung können. Noch besser. Ja, ich glaube auch nicht, dass das Bolt eine Verteidigung von 11 hat. Nein. Das ist ja schon fast Gatling-Niveau. Oh, Panzerbrecher. Wow. Du hast mir wehgetan. Ich hau nicht zurück. Naja, wie gesagt, die 16 Verteidigung puffern schon ganz schön, ne? Mhm. Mach 17 raus. Wow. Krasses Level up. Vergiss ihn nicht, den Binder zu nehmen. Ja. Wir haben mit Rittern werden. Naja, aber die kommen ja automatisch in den Vorrat. Die Bänden, glaube ich. Ja? Na ja, zumindest bei China. Die lassen ihre Items im Vorrat zurück. Na gut. Meine ich zumindest. Ich dachte nur, bevor das schaden kannst. Ja, nicht. Schade, dass ihr euch Oscar den Langspinner noch nicht gegeben habt. Mhm. Da bin ich positiver. Das stimmt. Ich hab Feuer. Nein, ich brenne. Ich mach mir Feuer unterm Hintern. Ich hätte, glaube ich, die andere Axt nehmen sollen, aber. Also die andere Reitenaxt. Oh Gott. Ja, das ist Schönheitsmakel.
Der stimmt. Oh, ich hab die richtige genommen, Mann. Ich bin ein Genie. Süß, ne? Schlau. Mehr kann ich nicht umstecken. Ja, aber, so ein Schild im Weg. Ich meine, ich wollte Alk, bevor die so rum sind, noch ein Stück vorgucken, da steht Alk vor. Ja, dann muss das halt so rum. Ich hoffe, wir haben keinen Langspiel. Ja. Dann ist so gut. So, und krittest du den? Oh, nicht. Zwei Adepts hätten es auch getan. Ja. Ich wusste nicht, wie höher die Wahrscheinlichkeit ist. Zwei Adepts oder ein Kriti? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Wobei, Adept, die Wahrscheinlichkeit ist ja Geschwindigkeit in Prozent. Und wie schnell ist die Person? Keine Ahnung. 20 km/h. Ich glaube irgendwie 11 oder so waren wir jetzt. Glaube ich. Also die Pokémon ja auch ganz schön mit ihrer Verteidigung. Oh. Also die Teile, den einen EP mehr hätte er wohl noch kriegen können. Den will ich nicht. Also ich bin froh, dass der eine Gratitania angegriffen hat und der hier jetzt Alk. Ja, stimmt. Und da spart Alk sich die KP. Er hockt da irgendwie so komisch. Das stimmt. Ritter gegen Ritter. Ritter wird gewinnen. Das Ergebnis soll ja wohl klar auf der Hand liegen. Ja. Ich meine, die sind so Schnecken langsam. Gatrick doppelt die sogar mit einer Stahllanze. Das ist schon was heißt. Ja. Ja. Ich muss eigentlich so abbiegen. Gatrick, oh, meine Rüstung hat die Kratzer. Du Arsch. Da, jetzt ist hier wieder alles hübsch. Das ist ja der eine Ritter da oben. Den kann ich ja nicht mal doppeln. Das ist mir ja schlecht. Oh, habe ich vergessen. Pieks. Kaputt. Naja, Magier. Zerbrechlich wie Glaskugeln. Oh. Ah, es heil mich! Ich bin fast tot, ich bin hier lang krieche. So, nicht gleich mit dem großen Macker an. Also ich muss, weiß ich gar nicht, wie viel Schaden da machen würde. Der erste Dieb. Ja. Vielleicht ein toter Dieb. Das war nicht mathematisch berechnet, falls das jetzt jemand denkt. Man ging einfach davon aus. Wird Soren das schaffen? Tricky. Was ist auf eigentlich die Zeit? 25. Ah gut, dann müssen wir gleich cutten. Weil das ist ja ein längeres Kapitel. Und Dialog dann. Und der Dialog dran. Und wird gleich sehr schauspielstark sein. Oh Gott. Er hat auch noch Liebesblume. Mhm. Sieht passend. Yay. Was ist denn mal schön? Ist ein guter EP-Spawn. Ah.
raus. Und irgendwie muss man Arias Waffenlevel hier pushen. Nur wird es den Kampf. Hm? Und du cutten willst. Ich würde sagen, ich mach noch, bis wir ihn da angreifen. Okay. Ist das schon weise? Ja. Okay. Aber auch erst auf Level 1. Also auch noch nicht so hoch. Ja, und ich wollte, dass er schneller steht. So, und ich hab dir was zum Lesen mitgebracht. Ich hab ein Speer für dich. Ist ja mit dir, ne? Wenigstens ein, zwei Farben mehr, weil ich verdammt. Ja. Aber dafür ist auch eine Gebiet rausgekriegt. Aua! Das war so ein Hieb ins Kopf. Meine auch. Warum hat die auch so viele Köpfe? So in die Hydra. Lol. Lol. Kopfkino schon seltsam. Ja. Ich will nicht reden, ich will gucken. Ich will Lucky Lucky machen. Talk to me. Er hat sogar schon 11 vielleicht. Ja. Seid Abschaum, ihr seid es nicht wert, von General Petrine beachtet zu werden. Ich werde eure Knochen rösten und sie ihr als Trophäe überreichen. Ihr habt doch alle mit Feuer, oder? Na, Gary. Ich hasse Hitze. Es ist so heiß unter meiner Rüstung. Ja. Erschienen. Die Maschine könnte dann vielleicht gut vorschwächen. Ja. Bing. Sieht, also sei bei meinem Charaktermodell sieht von dem aus. Stimmt. Und bevor ich vergesse, ja. Das kam hier gut. Mamma mia. So. Und genau jetzt kacken wir. Okay. Also, bis gleich, Leute. Ich mach mal Spend.